Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von dem Leben der Bella Grusel mit den Sims 2. Ja, hier haben wir unsere liebe Bella. Wir haben gerade Montag, 8 Uhr. Das heißt, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Achso, ja, okay. Das heißt, dass eigentlich Egon, genau, der muss jetzt zur Schule gehen. Unser Lutz, der ist ja bereits auf der Arbeit, der kommt aber schon wieder um 11 zurück. Friedbert muss heute Mittag um 14 und unser Pascal, der müsste jetzt auch gleich gehen. Genau, der steht jetzt auch schon auf mit seinem Sohnemann. Und Kurt wurde ein Kinderlied beigebracht. Yippie. Es hat auch hier geschneit, also hier total die Schneemannspracht, also hier um uns herum, hier oben bei den Kurios, da ist ja nicht wirklich viel. Ich weiß auch gar nicht, wo es hier eigentlich die Straße entlang geht. Naja, wie auch immer. So, dann gucken wir doch mal zu Friedbert hoch. Jetzt sind ja nur noch ein paar da. Unser Kurt, der wird heute auch noch zum Kind. Das ist ja super. Und Papa Friedbert, der wäscht ihn jetzt gerade mal. Ist er denn dreckig gewesen? Eigentlich doch gar nicht. Naja, gut. Du kannst mal hier das hier leeren. Oh, Bella, Telefon. Heb mal ab und danach kannst du mal die Reste hier auch noch weglegen. Wobei wahrscheinlich, ja, er hat noch Hunger. Der kann dann später noch das andere nehmen. Nein, Pascal ist nicht zu Hause. Der ist gerade bei der Arbeit. Wo ist der Sohnemann? Da hinten. Kann er schon selbst auf die Toilette? Ja, das kannst du doch schon selber machen. Und danach vielleicht Mechanik, das heißt Klötzchen bauen. Dann kann nämlich Friedbert direkt da unten mal das Müsli oder was es war, auch essen gehen. Ach, ist hier ganz friedlich. Friedbert, Bella und Kurt zu Hause. So, meine liebe Bella, was machen wir denn? Oh, du hast eigentlich... Okay, warte, ich ruf mal mit dir irgendeinen Sim gerade an. Wartet. Den Matthias zum Beispiel. So viele kennen wir ja gar nicht. Oh, Matthias ist nicht zu Hause. Na, dann probieren wir es doch mal bei dem Erwin vielleicht. Ach nee, der Erwin, der sieht aus wie ein Teenager. Aber vielleicht den Jochen. Ja, mit dem können wir auch mal ein bisschen plaudern. Ich habe jetzt erstmal mit ihr vor, so ein paar Freundschaften zu pflegen. Vielleicht machen wir mal auch ein paar Partys und laden dann immer auch so die ein oder anderen ein. Dann müssen wir vielleicht auch mal neue Leute kennenlernen. Das wäre ja dann in dem Sinne, wenn wir dann irgendwo ja mal hingehen, zum Beispiel mit unserer Bella. Sie ist ja unsere Hauptperson, auch wenn wir noch einige Jungs hier drin haben, ne? Das ist halt dann einfach. Ist dann halt auch einfach so. So, unser lieber Friedbert. Ich schau mal gerade bei ihm. Wissenschaft. Sein Fitnesslevel könnten wir mal ein bisschen pflegen. Na gut. Du darfst danach mal auf die Toilette und vielleicht kannst du mal ein paar Runden draußen schwimmen im Schnee. Das ist doch voll gemütlich und so. So. Wir haben übrigens, wie ihr seht, gerade mal so 1000 Simoleons. Ja. Viel mehr haben wir nicht. Momentan leider nicht übrig. Ja, sagt mir doch mal, wenn ich jetzt so ein bisschen Geld habe, welches Zimmer soll ich denn vielleicht als erstes mal umbauen? Natürlich bekommt Kurt noch ein Bett, das ist ganz klar. Oh, Lutz ist nach Hause gekommen. Man könnte jetzt hier mal das Esszimmer umbauen und oder das Wohnzimmer. Wie auch immer. Ja. Oh, Lutz ist müde, der geht jetzt erstmal auch ins Bett. Und wenn du jetzt fertig telefoniert hast, dann darfst du das eher abspülen hier. Jo. Ja, Lutz ist ins Bett. Er ist jetzt nicht irgendwie befördert worden. Schade. Er hat 185 mit nach Hause gebracht. Okay. Der Beförderung steht eigentlich nichts im Wege, bis auch vielleicht, dass seine Bedürfnisse viel besser sein sollten, wenn er zur Arbeit geht. Was ich mal auch mal ganz kurz gucke. Okay, bei ihm würden wir das hier bekommen. Was ist Friedbert nochmal? Der hat... Ah, okay. Dum, 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 bum, bum.
Auf jeden Fall hat er nichts da drin. Und Pascal, der hat ja die Verbrecherkarriere. Oh, den Lügentrainierer. Trainer, Trainierer, wie auch immer. Wo können wir denn hinstellen? Vielleicht in irgendein Schlafzimmer rein? So. Jo, bei dir im Schlafzimmer. Bei Pascal ins Schlafzimmer. Ist doch ganz, ganz nett. So, meine Bella, die ist fertig mit dem Telefonieren. Sie ist aber auch irgendwie jetzt gerade ziemlich bedürfnismäßig. Die ist sehr weit unten. Was machen wir denn am besten? Ich nehme mal kurz was zu essen. Ich gucke nochmal zwischendurch. Oh, Kurt müsste mal jemand ins Bett bringen. So, bitteschön. Friedbert, komm doch mal kurz hier hoch zu Kurt. Wobei der könnte wirklich mal selber auf die Toilette gehen. So, und ich schicke ihn mal hier hoch. Verliert etwas Begeisterung für Spiele. Okay, Wissenschaft müssten wir mal bei ihm ein bisschen hochbringen. Lalala. Na, komm schon. Oh, laufen ist gut. Ja, genau. Laufen. So, jetzt bleib aber bitte auch hier. Guck mal, wie der Kurt aufs Töpfchen geht. Macht er das auch fein? Wissen wir noch nicht. Doch, er macht das eigentlich ganz gut. Ja, super. Und dann kannst du ihn ins Gitterbett bringen. Solange er auf dem Töpfchen ist, macht er das anscheinend nicht. So, komm wieder runter. Komm schon, Kurt. So, jetzt aber. Okay, und danach kannst du das lehren und ich vermute mal, danach wirst du sowieso selbstständig dann zur Arbeit gehen. Dann wird es da jemand kommen. So, meine liebe Bella. Dann einmal abspülen. Oh, das hier darfst du reinigen. Und danach benutzen, vielleicht noch aufwischen und dann, glaube ich, bist du echt reif fürs Bett. Ja, doch. Nimm einen Schlafanzug wie im Winter. Im Winter ist das ein bisschen wärmer. So, jetzt geht sie einmal ins Bad hier drüben. Das Bad wäre zum Beispiel auch, könnte man theoretisch auch noch umändern, wobei ich zumindest schon mal zwei Türen daraus genommen habe. Es hat eine interessante Form, muss ich halt nicht sagen. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ich finde, diese schwarzen Fliesen überall finde ich halt ein bisschen bedrückend, einfach nur. Ja, das war es auch schon. Oh, guck mal, du hättest eigentlich auch auf dein Klo da drüben gehen können. Ich habe ja drei Bäder, aber das ist ganz gut, glaube ich auch, sowieso. Friedbert ist alleine gegangen. Lutz, wie geht's dir? Ja, sie braucht echt lange, ne? Aufwischen noch und dann geht's ins Bett. So. 250, cool. Egon hat uns 250 gebracht. Das ist doch echt, echt supi. Egon kommt wahrscheinlich jetzt gleich. Genau, da ist er schon. Juhu, und Pascal ist befördert worden. Yeah! Egon hat noch eine Schulfreundin mitgebracht, die Ariane. Wir sind jetzt Fluchtfahrzeugfahrer. Wir haben 595 verdient und einen Bonus von 1190. Yay! Wir haben also somit 3220 Simoleons. Das ist mal wirklich prächtig. Das ist cool. Ja. Irgendjemand müsste mal Unkraut jäten, aber im Winter ist das sowieso nicht unbedingt notwendig. So, keine Ahnung, was mache ich denn mit dir? Ich rede mal mit dir. Und Wissen vermitteln. Kreativität. Ich kann dir Kreativität vermitteln. Dann weiß ich gar nicht, was bei mir sich steigert. Keine Ahnung. So, Egon. Wie geht es dir? Wo hast du deine Hausaufgaben hingelegt? Mistiger. Da unten liegen sie, ne? Ja. Habe ich oben? Nee, habe ich nicht. Schreibtische liegen nur unten. Okay, wartet mal. Wie mache ich das am dümmsten? Damit. Und dahin, genau, so. Da er aber Spaßlevel sowieso ziemlich niedrig hat, wo ist er denn jetzt hingegangen? Dann geh doch mal auf Toilette, geh noch mal kurz duschen, dann kannst du hier säubern und dann würde ich sagen, dass du mit der Ariane, warte mal, hä?
bei der... Hey, ich habe gehört, du arbeitest in der Branche Verbrecher. Da sieht man mal wieder, wie klein die Welt doch ist. Ich habe ein paar Freunde, die in der Branche Verbrecher arbeiten und ich werde allein allen erzählen, was du für ein toller Sim bist. Ja, das bringt mich wahrscheinlich irgendwie weiter. Es kam noch in irgendeinen Satz, den ich leider jetzt nicht mehr gelesen habe, egal. So, mit der Ariane. Ach, komm schon, Ariane herbeirufen danach. Sie ist, er ist ja ein bisschen müde schon, naja gut. Lutz müsste doch jetzt eigentlich, ja. Lutz, steh mal auf, geh mal duschen und nochmal auf die Toilette hier. So, und dann? Was kann ich denn am besten mit dir tun, damit wir ganz gut mit dir vorankommen? Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn mit der Gabriela irgendwie verkuppeln soll. Rein theoretisch wäre mal eine Freundschaft hier auch ganz gar nicht schlecht, dass man sich mal hier untereinander vielleicht etwas besser versteht. Ich könnte also Egon... Warum ist denn sein Spaßlevel so schnell nach unten gegangen? Verstehe, wer es will. Spielen? Dann spiel mal die Sims 3. Warum nicht? So, wo ist Egon? Da oben, der spielt. Was ist denn mit der Ariane? Magst du nicht mit ihr spielen? Die ist doch extra mit nach Hause gekommen. Und die kommt jetzt nach oben. So, und dann könntet ihr immer hier irgendwie was spielen. Räuber und Gendarm oder sowas in die Richtung. Biang, biang. So, Pascal, der befreundet sich hoffentlich damit auch mit diesem Björn Ritter. Kurt wacht auf. Ach du Schande. Kurt wird übrigens gleich älter. Ja, er hatte eigentlich Geburtstag. Party haben wir mal wieder verpasst. Meine Güte. Wir versuchen es nochmal mit dem... mit der Torte und ich sag mal einfach, Pascal, bring mal Kurt zum Kuchen. Mal gucken. Was so funktioniert oder was so geht. Na komm schon. Hey, der hat gepuppelt. Hey, Kurt. So, einmal. An den Kids hier oben vorbei. Die zwei spielen immer noch, sehr schön. Dann lernt er die auch ein bisschen besser kennen und so weiter. Das ist doch auch ganz gut. Ja, ganz nett. Und dann mache ich nochmal ein kleines Bild. Ich bin mal echt gespannt. So, ein kurzes Bild. Ich bin gespannt, wie unser Kurt als Kind aussehen wird. Wie seine Augen so wirken und so. Als Kind, ja. So. La 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 la. Achtet keiner drauf. So, sie ist eigentlich jetzt ja fertig. Kann sie ja auch mal hier vorbeikommen. Juhu, Party! Zumindest die, die da sind, machen natürlich mit. Das ist ja schon cool. Kann ich nicht? Nee, ich kann hier. Und? Kriegt er was oder kriegt er nichts? Ja, es war kein Spiel, ein Spieler, aber okay. Ein rosa-roten und seine Augen, die sehen genauso seltsam aus. Er ist Frühentwickler. Der jetzt auch erstmal ein bisschen Hunger hat anscheinend. Die Augen, die sind echt krass. Naja gut, okay. Das ist unser Kurt. Juhu. Du kannst nochmal gleich einen Teller nehmen, dann kannst du nochmal benutzen und sofort lebenslange Zufriedenheit lernen. So, dann gehe ich nochmal ganz fix in unser Kinderzimmer. Einmal, na, um die Ecke. Dann verkaufen wir den Kindercontainer und den Baby-Wickeltisch und wir brauchen dann auch jetzt das Pipi-Dingsbums da nicht mehr und das nicht mehr. Waren es die einzigen beide? Hatte unser Butler dies
zwei von den anderen Sachen noch mitgenommen gehabt? Okay. Ich dachte, er hätte nur das Häschen mitgenommen. Aber gut. Ja, dann brauchen wir ein Bett. So, wir haben jetzt hier 3,5. Mal gucken. Wir brauchen ein Bett und vielleicht sollte ich das gleiche nehmen wie da. Oder ein ähnliches, also auch so eins. So ein Space Kit Sims Schallbett. warum nicht? Ich nehme jetzt nur das mit den dunklen Farben. Und ich, ja, ich nehme das hier. So. Dann kriegst du aber auch noch einen Nachttisch. Nachttisch, das dazu passt, nämlich. Ja, genau das in weiß. Das ist okay. Und ich würde jetzt hier gerne euch zusammen zumindest einen Schreibtisch gönnen. Ich glaube, das war auch in dieser Reihe, oder? Nee, das war gar, haben wir da gar keinen gehabt. Doch, der hier. Ist eigentlich jetzt egal, ich bleibe bei dem hier. Einen Schreibtisch für zwei. Ja, das ist okay, oder? Viel mehr wird hier sowieso nicht reinpassen. Und einen Stuhl. Ach Gott, das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Der hier. Space Ranger. Ja, doch, das war der hier. Dann kriegst du auch nochmal auf deinem Tisch eine passende Beleuchtung. Ich weiß jetzt aber gar nicht, doch, ich glaube, auch das war jetzt hier mit dabei. Und ich würde jetzt gerne euch auch nochmal hinter euch quasi beiden gerne noch eins gönnen. Wobei, jetzt habe ich schon wieder unter 2000. Oh, shit. Ich glaube, oh Mino, irgendwie so eine günstige Beleuchtung zumindest. Ja, was in Blau. So über dem Bett, das finde ich immer super lustig. Oder eigentlich hier, ne? Bräuchte ich wiederum 3. So, ist jetzt egal. Jetzt habe ich das Geld schon wieder ausgegeben. Eigentlich wäre noch ein Teppich fällig und hier ein Vorhang, aber ja, die Jungs müssen erstmal wieder was verdienen. So, Egon. Wo bist du denn? Du musst noch Hausaufgaben machen. Mach du mal. Eigentlich wäre er schon wieder schlafen gegangen. So, und unser lieber Kurt, genau, der geht hier nochmal. Und dann habe ich ja gesagt, geht er lernen? Dieses Geräusch. Oh, Pascal muss schon wieder zur Arbeit. Der war doch erst, oder? Ah, der hat seine die Arbeitszeiten sind verändert worden. Und Friedbert wurde ebenfalls befördert. Hat 385 verdient und 770 Bonus. Na, das ist doch super. 2840 haben wir jetzt dann schon wieder. Na, ihr seid mir welche. Das finde ich super. Hier, wisch mal auf. Geh nochmal auf Toilette. Säuber die. Und dann Charisma und Kreativität musst du erlernen. Das heißt so für mich. Okay, dann geh mal reden üben. Pascal hat noch alles hier. Okay, super. Und Lutz, der müsste jetzt dann mal als nächstes derjenige sein, der noch befördert wird. So, einfach rein theoretisch. Wo ist eigentlich unsere Bella? Hey, Bella, was machst du da oben? Die hat irgendwie gerade auf alles keine Lust und ist einfach malen gegangen, ne? Na gut. Oh, und auch hier dieser Björn Ritter. Hast du den eigentlich schon... warte mal, haben wir den schon kennengelernt? Nö, komm. Sprich ihn mal an, damit wir ihn zumindest mal so ein bisschen kennenlernen. So. Begeisterung für Wissenschaft hat sie ein bisschen verloren. Was hat sie für ein Hobby? Wirklich Wissenschaft. Hei. Und ich habe gerade gesehen, der Fitnesslevel von ihr ist auch ein bisschen nach unten gerauscht. So, einmal noch mal kurz den Sim abchecken. Und dann einfach mal plaudern. Ja, unser Friedbert hat auch so ein bisschen
seine Schönheitsdingsbums da verloren. Er hat gerade mal noch 2 Blitze und die anderen beiden gerade momentan bei ihr nur 1. Sonst hat niemand irgendwelche Blitze. Naja, gut. Ich guck mal bei Friedbert vorbei. Ja, Friedbert hat seine Schönheitskräfte von 3 Blitzen deutlichst verloren. Aber immerhin ist die Bella immer noch diejenige, die am meisten hat. Was ist mit euch passiert? Warum bist du wütend auf Lutz? Hä? War da was? Hä? Friedbert ist wütend auf Lutz. Okay. Ich habe da nichts mitbekommen. Habt ihr was mitbekommen? Nö, okay. So, aber ich glaube jetzt, ja, war es das auch schon wieder. Unser Pascal ist auf der Arbeit, Friedbert lernt Charisma. Lutz, ja, der würde auch mal gerne noch ein bisschen Freundschaft pflegen, so wie es aussieht. Wobei ich fast eigentlich einfach mal an der Meinung wäre, wie, ups, nicht ärgern, wir sollten mal, oh, abhängen kann ich mit ihr noch gar nicht, wir sollten uns einmal, hi, ich kann mal ihr Wissen vermitteln, nämlich kochen, das wäre nämlich mal ganz cool. Egon, der lernt noch, müsste danach aber doch definitiv ins Bett, und unser neuer Kurt, jo, der lernt auch noch, der wird dann aber auch bald ins Bett gehen. Und ich sage erstmal ein Tschüss und Goodbye und wir sehen uns dann in einer nächsten Runde von den Sims 2 mit der Bella Grusel. Lass es dir gut gehen, lass gerne einen Kommentar hier und einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.